So, meine Lieben, willkommen zurück. Staffel 3 geht weiter und ich habe es ja in der letzten Folge irgendwie total verbockt, irgendwie den Weg zu finden. Aber durch die leuchtenden Augen von Lenya haben wir den Weg wie der Stern von Bethlehem gezeigt. Und wir sind jetzt endlich da beim, was ist das eigentlich, Weibchen? Ja, ne, Männlein, ne? Männchen. Ich, Männlein mit Hörner. Okay, der Stone hat ja einmal das... Die hat den Cake ja einmal bei dem Bären reingetan und der frisst das ja auch ganz gemütlich weg. Deswegen haben wir jetzt eins weniger. Und das war's. Die schnellste Zähmung der Welt. Schnellste Zähmung der Welt. Ihr müsst es einfach nur passiv einmal zustecken. Oh, läuft der hinter dir her. Level 53. Meinst du, wir kriegen hier noch irgendwo welche? Gottes Willen, frag mich bloß nicht. Das ist das Einzige, was ich hier gesehen habe. Das hast du letztes Mal schon gesehen gehabt, oder was? Ja, ja. Das ist das von meiner letzten Runde. Was hast du denn hier gemacht? Was gibt's denn hier? Das möchte ich jetzt gerne mal wissen. Ich habe Affen gesucht. Hier? Überall, ich ganz im Map, ich bin von überall gewesen. Bei dir hinten, hier hinten, beim grünen Ark. Leute, die Aufnahme ist nicht mal eine Minute alt gewesen und haben schon das Ovis gezähmt. Ist das nicht geil? Also übrigens ein super cooles Ovis, das mir richtig gut gefällt von der Farbe. Schade, dass es kein Weibchen ist. Jetzt meint ihr natürlich, oh, jetzt ist ja die Folge vorbei. Die Folge ist noch am Arsch vorbei. Jetzt müssen wir den. Dex, du bringst es zurück. Jetzt müssen wir das Ovis auch noch nach Hause bringen. Ja, wenn ich das nach Hause bringe, dann dauert das wohl was länger. Genau deswegen. Die Folge dauert ja ein bisschen länger. Wir könnten ja trotzdem mal irgendwie so einen Weg laufen und gucken, ob wir vielleicht noch irgendwo einen Ovis finden. Willst du mit einem Ovis laufen, das so schnell sterben kann wie, naja. Alles andere. Auch. Nee, einfach, ich würde erstmal empfehlen, Richtung Meer zu gehen. Am Meer ist es ja ein bisschen weniger los. Hat ich geplant gehabt. Okay. Boah, nee, es muss auch noch der Nebel hier kommen. Wow, das hat ja echt eine Geschwindigkeit von einem Schaf. Aber super coole Farbe. Hoffentlich überlebt das. Da, wo ist der Schaf? Ach, da oben. Ja, du bist zu schnell. Du musst einfach, du musst gehen. Du kannst nicht rein, reiten. Nicht reiten, also absteigen, okay. Wer rettet dann? Du kannst zu Fuß gehen. Nicht, dass das schon schwer ist, ein Ovis. Oh. Dann ist, wollte ich gerade sagen, dann ist es nicht, dass es schon schwer ist, ein Ovis durch den Busch zu bringen, wo die ganzen Dinosaurier nur warten, leckeres Lammfleisch zu fressen. Nein, es muss noch nebeln. Und jetzt muss es auch noch dazu noch regnen. Ja, reite das mal so. Kannst nicht? Bist du schwer? Oh, ein bisschen. Aber ich muss alles abdecken. Ich check lieber ab. Nach. Aua. Noch nichts drin. Dann tue ich mal das mit dem Inventar raus. Wir hoffen, dass du das Cake nicht jetzt wieder da reingestopft hast in den Bären. Nein. Du frisst das doch auf, Mann. Lecker. So. Kann das schaffen, eigentlich tragen. 100 Kilo. Ich will hoffen, dass du hast den Bären auf aggressiv gestellt. Nein, hab ich nicht. Nein, sollst du nicht auf aggressiv stellen, hallo? Deswegen sag ich, nein, hab ich nicht. Naja, das könnte ein bisschen dauern. Ja, komm, du kannst zu Fuß gehen, ja, komm, follow me. Also nichts zu essen, warte mal. Das Essen scharf eigentlich, aber hoffentlich Bären reichen. Bären oder Cakes? Nee, nein. Oh. Das ging doch schnell. Wir sind ja schon am Fluss.
Hier habe ich übrigens mein erstes hier in der Flussrichtung Z habe ich mein was war's 400 Abonnenten Special gemacht. Boah, Alter, ja, krass, ey. Oder 800? 400? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ihr wisst ja, bei mir ist das ja nicht immer so mit glatten Zahlen, irgendwie 10.000 oder 5.000. Das ist immer sowas mit 400, 4.000. Meinst du, wir schaffen das hier runterzukommen? Willst du wirklich hier runter? Nein, Mann! Du schmeißt mich hier runter. Das war doch scharf. Ich hab damit gar nichts zu tun. Das ist der Könner. Das ist der Könner. Legendary Builds. Oh, T-Rex! Was? Wo? Ja, hinter mir! Wo? Na? Bei mir. Was? Hinter dir. Alter Falter, warten wir uns kurz. Warten wir uns kurz, ich muss mal hier was loswerden, hier ein paar Sachen. Aber ist der eigentlich auf neutral? Ist der auf passiv? Was steht denn der? Neutral, meiner. Okay, ist auf neutral, ja, aber irgendwie. T-Rex. Ich denke so, wo ein T-Rex? Ich drehe mich genau in die falsche Richtung um. Oh, ein Spino. Welches Level? Ich glaube nicht hoch. 68, ey Mann. 68, ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, sogar grün. Matsch, matsch, matsch. Der ist grün und der gefällt mir echt gut. Oh, der steckt da hinten fest, der Bär. Bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hast du Probleme bei dir? Weil du so langsam bist? Nö, hab nur Stamina nachgefüllt gerade. Achso, okay. Du kannst doch zu Fuß gehen. Nein. Tu ich nicht. Dafür hab ich ein Schaf. Nein. Das Schaf ist eben das Beste. Ich kann springen. Du nicht. Boah. Ich wollte sagen, der Spino kommt zu dir. Schon geil, wie der sich bewegt. Ich finde das die Spino einfach übergeil. Anjas. Ja, ich guck mal ganz kurz hier im Wasser, jetzt hier mit dem seichten Wasser. Okay, jetzt kommt Piranhas, warte. Okay. Okay, kann's kommen. Einfach nur schwimmen. Darfst nur nichts machen. Weil die Sabertooth Salmons sind ja echt brutal. Brutal, Bruder. So voll brutal. Krasser Scheiß. Graser Scheiß. Wie das läuft, wie das hüpft immer. Wir wären schon 10 Kilometer weiter, wenn du nicht da auf dem Scheißding rumreiten würdest. Nix da. Glaubt der Schaf. Bumpies, oh mein Gott. Wie ist jetzt bloß nicht? Ja, ich kann nicht schießen. Lauf ins Wasser, lauf ins Wasser, lauf ins Wasser.
Du hast mir getroffen, du Schwein. Du hast dich getroffen? Ich ja. hab dich getroffen, nicht du hast dich getroffen. Du hast dich getroffen, Junge. Ich hab gar nicht auf dich geschossen, nicht mal in die Nähe. Jetzt kommt schon wieder irgendjemand, der schreibt, das ist eine Streuwaffe, die es macht Streuen. Streuwirkung. Das sieht so lustig aus, ey. Nichts mehr zu essen? Nein. Bei mir im Bären ist ganz viel Gemüse. Aber ich habe gerade eben voll Schiss bekommen von dem Raptor. Weil ich wusste nicht, welches Level der war, Alpha. Der Alpha. Wie weiß er noch, der 94er oder 92er, der meinen Bären gekillt hat. Nein, ey. Ich kann nicht mehr dran, ich will nicht dran denken. Hier übrigens. Hier ist. Das ist die Ecke hier, wo ich mein Abo-Special gedreht habe. War jetzt nichts Besonderes, aber war ja mein erstes. Und dann ist der Stone aus diesem Busch da runtergelaufen. Nicht der Stone, der Z mit dem T-Rex. Und ich bin hier ins Wasser gesprungen. Jetzt habe ich den Arsch fotografiert von dem blöden Tier. Ich wollte ein Foto von dem machen. Wie soll man hier von dem Foto machen? Aber das finde ich lustig. Ich will das fotografieren, währenddessen es hüpft. Das sieht super lustig aus. Aber ohne Bär will ich. Na klar, 10 Meter springen. Ach komm, die macht kein Foto, Mann. Wenn ich eine andere Taste gedrückt halte, schade. Muss ich das nochmal machen? Ja, ich hab eins. Das ist ganz gut. Bäh. Wie das Tier gerade so angebellt hat, weil es tot da rumliegt. No, du bist gepustet. Weggepustet, nicht? Nein, boostet. Warte. Oh. Oh Mann, der Bär hat mich weggeschoben. Ich wollte gerade ein Foto von dir machen. Setz dich mal drauf und geh mal ein paar Schritte zurück. Ja. Komm, dann mach ich das mit mir. Ja, komm, mach du mal. Du hast es gefunden. Ich will ein Foto mit dir. So, bleib stehen. Stehen bleiben. Ah, die blöden Bären, ey. Nein, nicht bewegen. Dreh ich mal ein bisschen. Ja, nein. Verschwinde, du Bär. Ich kann kein Punkt dazu machen. Warte, bleib so. Was? Ja, genau. Mach nochmal. Nein, nicht bewegen. Bleib doch mal stehen. Ey. Wenn der Bär jetzt nochmal ins Bild läuft. So. Pfeif nochmal, bitte. Hab ich schon. Nein, pfeif nochmal. Nochmal. Okay. Alles klar. Ich brauche doch wieder ein schönes Bild für meinen Titel. Die Reise nach Jerusalem oder sowas ähnliches. Jetzt müssen wir gleich noch an der Spinobucht vorbei. Ja, da kommt sie doch schon. Da hinten ist übrigens meine alte Stelle. Da will ich jetzt nochmal hin. Ich will nochmal einmal. Aber das ist keine Stelle, wo wir mit dem Ovis vorbeischwimmen können. Ich dachte, wir schwimmen jetzt gerade hier durch. Ja, mach du mal. Okay. Sag mal, warum folgen die eigentlich alle meine Tiere und ich habe jetzt nichts mehr? Was ist hier los? Du hast halt nichts. Waffe noch anlegen, na gut. Das ist schon rochen. Dann Prost Mahlzeit, ey. Das wird ja mal was.
Hast du es doch umentschieden? Nö, ich schwimme durch. Lass dich nur vorschwimmen. Okay, das ist normalerweise die Spinobucht hier vorne, aber heute sind keine Spinos da oder sind irgendwie vielleicht schon wieder im Wald. Heute? Was denn? Heute, dass keine da sind, meinst du? Mhm. Ja, das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das kam durch den Patch mit den blöden Terrazinos. Die sind jetzt, glaube ich, überall und die anderen Tiere. Die anderen Tiere sind ein bisschen weniger geworden, was ein bisschen schade ist. Brauchst du noch Öldecks? Nee, ich will kein Öl, ich will das Ovis nach Hause bringen. Ich sehe dich. Nein. Ziele auch nicht. Komm, wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir mal ganz kurz von meiner alten Position vorbei. Wir müssen nur hier vorne rüber. Da vorne, an die Spitze. Mal wieder, wo wir schon einen Bauentweig gemacht haben. Richtig. Ja, ich weiß. Kann dich ja noch dran erinnern. Ich kann mich da wirklich nicht mehr dran erinnern. Hättest du das nicht erwähnt, hätte ich das nicht gewusst. Ist das jetzt Alter so mit 30? Das ist ja schon, ist das Leben vorbei. Ab 30 meinst du wohl. Mit 30 wäre ja noch schön. Ich sehe es schon kommen, Jetzt kommen die ersten Kommentare. Denkst du, wie alt bist du eigentlich? Wenn ihr die Frage stellt, dann kriegt ihr von mir die Antwort. Das ist ein Geheimnis. Ich müsste dir normalerweise Zementschuhe dafür anziehen. Hast du doch jetzt schon. Das ziehe ich allen an, die das wissen. Zementschuhe und dann wirst du von der Brücke geschmissen. Na gut, dass du nicht weißt, wo ich bin. Puh. Und auch keine Brücke bei mir. Ach, wie gut, wenn niemand weiß, dass ich ganz viel Jahre auf dem Buckel habe. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich auf deine Meinung scheiß. Was? Ich zeig euch mal meine alte Bude. Für die Leute, die jetzt Season 3 nicht gesehen haben. Season 3? Ja. Season 1, sorry. Da. Warum ich so, ist eng. Boah, wenn ich das immer sehe, wenn ich das immer hier sehe, dass das so aussieht, normalerweise, total abgefahren. Also. Gerade mal genau gucken. Ja. Das ist unsere Position. Genau hier ist das Haus gebaut worden, das Zentrum des Hauses. Ist alles ein bisschen eng, alles auch ein bisschen schief und schäl. Ich habe immer das Gefühl, dass du mich alleine lässt hier. Nein, ich soll nicht. Ich bin nur nicht bei Gravy, nein. Und ihr könnt hier vorne, wenn ihr vielleicht die Kibbel-Koch-Videos seht, das ist der Baum. Und hier vorne, wo diese zwei Palmen sind, diese kleinen, da habe ich diese Art Terrasse gebaut, die Kochterrasse. Super cool, hatten wir hier so ein kleines Gehege. Und dann habe ich dann das große Gehege hier am Wasser hier unten gebaut. Ich liebe diese Ecke. Der Grey Fox hat da oben am Baum gebaut. Oh, ich bin so im Loch gefallen. Der Wixfax hat da hinten gebaut. Und ich komme jetzt mal mit. Hast du mich wirklich alleine gelassen? Was da? Du hast mein Tier noch hier gelassen. Das ist ja schön. Ach nee, der Schaf auch noch? Sag mal, wo bist du? Hä? Ich habe jetzt nur einen Bären gesehen. Warst du die ganze Zeit hier? Ja. Ey, ich habe echt mal voll einen an der Banane. Total, ich habe nur einen Bären gesehen die ganze Zeit. Naja. Du bist ein bisschen Banane. Banane? Achtung, hier sind ein paar böse Fische drin. Echt? Ich bin nur ein Dex. Das ist der größte böse Fisch. Der kleine Bruder von Danke Boys. Stell dir mal vor, du kriegst einen mit der Pranke von einem Bären, ey. Ich wollte nicht den Baum umschmeißen. Ja, das kann ich eigentlich genau so machen. Das mache ich ja auch so, Leute. So. Ich erkläre euch dann mal, ich erzähle euch einfach was und der Stone, der läuft dann einfach mal durch die Gegend. So. Ich kann mich zurücklehnen. Was trinken? Ja, ich gucke schon auf dich, ob du runterfällst mit dem Bogen. Ich fall nicht runter. Mit gespannten Pfeil.
Falls du fällst durchbohrt. Mhm. Was? Boah, wie geil der gerutscht ist. Bäh. Was macht denn der Kanu? Keine Ahnung. Der Bogen hat's geregelt. Dort drüben habe ich übrigens mein erstes Zähm-Video gemacht. Das der Dodo. Nein! Du musst aufpassen, ne? Das Schaf greift mit an. Alles cool. Ja, alles cool, kurz vor Ende. Alles geplant. Hast du übrigens das, das Zähm-Video, mehr oder weniger das Zähm-Video, das Video gesehen mit Grave, wo wir den Gallimimus gezähmt haben? Deswegen sagte ich doch vorhin, der Gallimimus, den du bei dir in der Base hast. Ach so, das meintest du jetzt gerade eben, aber ich, hast du das gesehen mit dem Schwert? Ja, wenn du auf den drauf schlägst, klar, ist das schon. Ich hab nicht auf den drauf gehauen, das gibt's doch gar nicht, ey. Komm her, Arsch, so, hier. Nein, nicht, du killst mich schon wieder. Irgendwann die Bären kommen. Ein Bär ist gerade auf meinen Berg gestiegen, also ja. Du haftest dafür, weißt du schon. Bist doch Männlein und Weiblein, ist alles in Ordnung, nur dass das Weiblein auf den Männlein. Das sieht so, das Spiel sieht einfach klasse aus. Es gefällt mir einfach. Vor allem die schnellen Tiere müssen dem kleinen langsamen Tier hinterherlaufen. Doch wie im echten Leben. Baby und ich sind schnell und ich hätte es nicht besser sagen können. Was man nicht alles tut für ein Schaf. Und dann ist das noch nicht mal ein Weibchen. Ich kastriere das, bevor wir da hinten ankommen. Mein Level 160er Weibchen braucht so ein kleines Männchen nicht. Beim Züchten interessiert das Level nicht. Ja, doch, definitiv. Und die Werte. Die Werte, ja. Das Level. Ist das schön. Hier, übrigens, hier vorne im Busch hat der Tom damals gebaut in der ersten Folge. Viele Grüße an den Tom. Ich glaube, der guckt aber die Videos nicht mehr, weil leider bei ihm das nicht mehr läuft auf dem Laptop. Es reicht mit dem Mods nicht. Das ist eine Lüge. Ja, er hat nur 4 GB RAM. Das war ein bisschen zu wenig für Ark. Schon lustig, wie ich hier durch die Gegend gezogen werde. So sehen Blätter bei ganz nah aus. Also ich schieß mal Fotos, Leute. Wo stecke ich hier fest? Nicht nur du. Warum machst du das so kompliziert? Wo läufst du eigentlich lang? Ja, du runterfällst. Lucy, ich stehe hier einfach auf dem Berg und mach nichts. Warte, ich komme jetzt, warte. Diesmal komme ich mit, das ist nämlich sonst gefährlich. Oh nein, oh Gott, oh Gott, oh. Ich bin voll in die Stachel gesprungen. Alter Falter. Oh, ja, ich muss jetzt mal die Waffe wählen. Die ist falsch. Warte. Nein, ist auch die falsche. Warte doch ganz kurz. Jetzt kommt hier ein Schweine. So, bist du schon drin im Wasser? Ja. Mit dem Schaf? Okay. Na, oh, jetzt kommt dieser blöde Dieb da wieder. Der geht mir voll auf den Nerv, ey. Nein, der kommt schon. Hat mir schon was geklaut oder was?
Hey. Gib das her. Gib das her. Der hat mir was geklaut. Gib das her. Nicht wegschwimmen. Er schwimmt weg. Wie? Ich will meine Sachen haben. Nein. Was? Nein. Wie Sachen haben? Das ist ja ganz was Neues. Meinst du, er soll dir meine Sachen zurückgeben? Die habe ich doch selber eigenhands bei dir geklaut. Das gibt's doch gar nicht. Du kannst mir nicht was klauen, was ich beim Stone geklaut habe. Echt mal, das unter der Erde Diebe ist das echt nicht gut gesehen. Ja. Wie das Fleisch, 500. Nein, ich habe kein Fleisch. Na, gehen wir hier auch. Wo sind die? Bärenstecken-Test. Jetzt hier hoch? Ne. Oh, Lektis, was ist jetzt los? Wir kommen in die Nähe von Graves Haus. Da muss erstmal was aufgebaut werden bei mir. Ich gehe mal einen anderen Weg. Hoffentlich kommt da jetzt bei dir nichts. Achtung, hier sind ganz viele Terrazinos, ne? Ich hab einen Bogen. Ach, hier ist es. Ja, so geht dann eine Puppe nicht. Ja, wir sind am Ziel angekommen. Das ist das dritte Männchen. Ja, armen Weiber. Sag mal, haben wir eigentlich alles nur so welche Farben? Ne, das sind zwei weiße, ne? Unser erstes war weiß, das ist auch ein größtenrötliches, ne? Das ist weiß, dreckfarben, das ist auch so. Okay. Nee, das habe ich besorgt, das hier. Das Weibchen, ja. Hm. Ja. Das erste, was wir hier gezähmt haben im Zähmnetzbild, dabei müsste ja das gewesen sein oder das andere hier, ne? Eins von den beiden, ich weiß nicht, welches von Level 133, 146? Wir haben zwei Stück gemacht, die beiden hier, Timmy und Oris. Das hat Grave gemacht, 146. Und das Ovi habe ich gemacht. Hä? Eins haben wir noch im Zähm-Let's Play gemacht. Ein Männlein mit den Hörnern. Ja, Timmy. Ach, Timmy, okay. 133, so hoch ist das schon geworden? Schon krass. Das ist der Scheiß. Was? Ist aber doch ganz gut gelaufen, ne? Hätte ich das gemacht, wäre, glaube ich, nicht mehr in die erste Ecke gekommen. Das ist ja so ein T-Rex einfach plötzlich auftaucht und nicht gerade hart. Wenn ihr das hier nicht wisst, was das ist bei uns der Kippel auf, die Kippel, der Eieraufsammler. Wie heißt denn das eigentlich, das Ding? Das heißt, ja genau, Wireless Collector, das ist alles mit, wenn ihr ins Internet gehen möchtet, dann braucht ihr einen Wireless Collector, dann seid ihr bei uns hier im Park, im Internet. Sammelt ihr auch immer die Eier ein, so von Hühnern in der Nähe, Vögeln, ja. Von Jackson. Elektronische Hühnerdieb hier. Okay, Leute, das war's eigentlich heute für heute. Haben eigentlich ganz gut. Hat schon ganz gut geklappt. Ich hätte eigentlich gerne noch ein zweites Schäfchen, aber wenigstens habe ich mal eins gesehen. Das ist die. Weltpremiere für Dex. Weltpremiere für mich, ey. 70 Folgen nur Ovis suchen. Was sagst du dazu? Okay, komm, wir machen mal hier die Abmoderation neben Schäfchen. Nee, komm, neben dem neuen, hier so. 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 Mit meinem Superkönnen die Leute aus dem Wald zu führen, weil ich ja der Kompass schlechthin bin, haben wir das natürlich super gut geschafft und wir sagen dann mal Dankeschön an den Stone für das Finden des Schafes und Dankeschön, dass ich jetzt gleich wieder tot bin, das sehe ich schon wieder.
und bis zur nächsten Folge und hasta la vista, Babi. Bebe. Bebe. Bubu. Baba. Bibiba. Javus wissen, wer der Baba ist. Ja, so sieht man eine Kuppel. Nicht. Ja, wir sind am Ziel angekommen. Das ist das dritte Männchen. Ja. Armen Weiber. Sag mal, haben wir eigentlich alles nur so welche Farben? Ne, das sind zwei weiße, ne? Unser erstes war weiß, das ist auch ein größtenrötliches, ne? Das ist weiß, dreckfarben, das ist auch so. Okay. Nee, das habe ich besorgt, das hier. Das Weibchen, ja. Hm. Ja. Das erste, was wir hier gezähmt haben, im Zähmen, dabei müsste ja das gewesen sein oder das andere hier, ne? Eins von den beiden, ich weiß nicht, welches von 133, 146? Wir haben zwei Stück gemacht, die beiden hier, Timmy und Oris. Das hat Greif gemacht, 146. Und das Ovi habe ich gemacht. Hä? Eins haben wir noch im Sam-Let's Play gemacht. Ein Männlein mit den Hörnern. Ja, Timmy. Ach, Timmy, okay. 133, so hoch ist das schon geworden? Schon krass. Das ist der Scheiß. Was? Ist aber doch ganz gut gelaufen, ne? Hätte ich das gemacht, wäre, glaube ich, nicht mal in die erste Ecke gekommen. Das ist ja so ein T-Rex einfach plötzlich auftaucht und nicht gerade hart. Wenn ihr das hier nicht wisst, was das ist bei uns der Kippel auf, die Kippel, der Eieraufsammler. Wie heißt denn das eigentlich, das Ding? Das heißt, ja genau, Wireless Collector, das ist alles mit, wenn ihr ins Internet gehen möchtet, dann braucht ihr einen Wireless Collector, dann seid ihr bei uns hier im Park, im Internet. Sammelt ihr auch immer die Eier ein, so von Hühnern in der Nähe, Vögeln, ja. Von Dachsen. Elektronische Hühnerdieb hier. Okay, Leute, das war's eigentlich heute für heute. Haben eigentlich ganz gut. Hat schon ganz gut geklappt. Ich hätte eigentlich gerne noch ein zweites Schäfchen, aber wenigstens habe ich mal eins gesehen. Das ist die Weltpremiere für Dex. Weltpremiere für mich, ey. 70 Folgen nur Ovis suchen. Was sagst du dazu? Okay, komm, wir machen mal hier die Abmoderation neben Schäfchen. Nee, komm, neben dem neuen, hier so. 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 Mit meinem Superkönnen, die Leute aus dem Wald zu führen, weil ich ja der Kompass schlechthin bin, haben wir das natürlich super gut geschafft. Und wir sagen dann mal Dankeschön an den Stone für das Finden des Schafes. Und Dankeschön, dass ich jetzt gleich wieder tot bin. Das sehe ich schon wieder. Und bis zur nächsten Folge und hasta la vista, Babi. Bebe. Bubu. Baba. Bibiba. Javus wissen, wer der Baba ist.